In Kabuki gibt es einen neuen Fixer aus der UdSSR. Seit ein paar Wochen mischt er hier in größeren Angelegenheiten mit. Du sollst rausfinden, was genau er so treibt. Dafür musst du seinen Datensplitter klauen. Da ist alles drauf. Im Anhang steht mehr über den Genossen und den Job. Dachte schon, du kommst nicht mehr. Wäre eigentlich besser gewesen. Warum? Ich arbeite sonst nur mit Fixern. Klienten, die keinen wollen, machen meist nur Ärger. Ich muss meine Privatsphäre schützen. Fick die Wand an, du bist... Ich bin's, Lizzie Wizzy. Komm, setz dich. Reden wir. Okay, also worum geht's? Na was wohl? Ich hab Probleme. Welche Art? Gute Frage. War ein hartes Jahr. Kreatives Loch. Hab seit Ewigkeiten keinen Hit mehr geschrieben. Und was alles noch schlimmer macht, ich hab mich verliebt. Wie tragisch. Warum tragisch? Früher oder später enttäuscht die Liebe einen nur. Eher früher als später. Und? Geht's um einen Mann? Oder eine Frau? Shit, diese Hände. Manchmal fliegen schon Funken, wenn ich nur was streife. Ach. Egal. Es geht um einen Mann. Liam Northam. Wir sind seit ein paar Monaten zusammen. Aber ich glaub, er geht fremd. Liam Northam? Noch nie gehört. Erzähl mir was über ihn. Um die 40, sensibel. Ein Mann, der immer alles hatte. Kennst du die Art Mensch? Soll's geben. Woher kennt ihr euch? Er ist mein Manager. Ich weiß, wie das klingt. Das ist einfach so passiert. Er ist nicht mal mein Typ, aber... Aber? Selbst wenn der Körper zu chrom wird, bleibt das Herz gleich. Es will, was es will. Also, was spiele ich dabei für eine Rolle? Was willst du? Beweise. Und dann beende ich es. Für immer. Liam geht ständig ins Riot. Ich glaube, er trifft da jemanden. Ich will wissen, wen. Du findest es raus. Verlass dich auf mich. Perfekt. Aber denk dran, ich will Fakten. Konkrete Details. Möglichst Aufnahmen oder Fotos. Klar, schon kapiert. Gut, jetzt geh. Thank you.
del buen tiempo, este mes las temperaturas promedio se han mantenido en niveles seguros para la vida humana. Willst du hin? Ist geschlossen. Ist geschlossen. Ich suche einen Mann. Liam. Liam Northam. Weißt du, wo ich ihn finde? Ich weiß, dass du dich ficken kannst. Ich rede nicht. Überleg dir das nochmal. Oder du wirst es bereuen. Yo! Halt's Maul, oder ich mach dich so fertig, dass nicht mal Trauma deinen Arsch von deinem Kopf unterscheiden kann. Also, verpiss dich! Was war das? Heute. Wohnst du auch hier? Thank you.
Ich brauche ein Nicker, nur ganz Gomez, ja. Was wolltest du schon immer mal ausprobieren? Jeden Tag das Gleiche. Ich schaff's einfach nicht. Make sure your implant is always the latest model.
Yo! Hört's bald lahm, Arsch! Hey, warum so zerknirscht? Ach, wieder. Hey, du arbeitest hier, oder? Ich suche einen Stammkunden. Heißt Liam Northam. Ach, der. Scheiße. Kann den Lappen nicht ausstehen. Geizig mit Trinkgeld? Ja. Und ein Arschloch hoch 10. Sein Output ist noch schlimmer. Output, hm? Interessant. Wo ist er denn jetzt? Du weißt, das kann ich dir nicht sagen. Kannst du nicht, hm? Weißt du, was ich kann? Deinen Schädel wie eine Dose Nicola zerquetschen. Überleg dir gut, was du machen willst. Nutz dein Hirn, solange es in einem Stück ist. Komm wieder, wenn der Club geöffnet ist. Und geh in den VIP-Raum. Aber das hast du nicht von mir, ja? Ich suche einen Mann, Liam, Liam Northam. Weißt du, wo ich ihn finde? Ich weiß, dass du dich ficken kannst. Ich rede nicht. Oh, also kennst du ihn? Mit ihm eingesessen? Eine Zelle geteilt? Joints auf dem Hinterhof geraucht? Nein. Natürlich nicht, weil er ein reicher Wichser ist. Der typische Anzug, der Leute wie dich und mich nicht mal ansieht. Oder uns höchstens anspuckt. Also warum deckst du ihn? Und machst mir das hier unnötig schwer? Weil's mein Job ist. Ich werde für den Scheiß bezahlt. Bezahlt, um für Ruhe zu sorgen. Und ich mag es gerne ruhig. Keine Komplikationen. Rein und raus. Keiner wird mich sehen. Die Sache ist wichtig. Sieh im VIP-Raum nach. Normalerweise ist er da. Hey, du!
Ulle? Schubst mich nicht. Pfoten weg, du Ratte. Ich suche Liam. Liam Northam. Kennst du ihn? Könnte man so sagen. Was willst du von ihm? Ist er hier? War vor einer halben Stunde am Eingang. Weiß nicht, wo er jetzt ist. Bist du völlig bescheuert? Hallo. Ich hab kein Geld. Kennen wir uns? Ha? Hey, ten cuidado.
Hast du dich verlaufen? Ja? Was gibt's? Linda, Champagner in den VIP-Raum, zackig. Okay, ich bring nur schnell Tisch 3 die Rechnung. Viel zu tun heute, hm? Ja, verdammt viel. Kein guter Abend, wenn du dich bei mir ausheulen willst. Gute Musik. Perfekt zum Arbeiten. Echt? Warte. Ich filter die Musik und andere Geräusche raus, seit ich hier arbeite. Ansonsten wäre ich schon lange taub. Entschuldige dich gefälligst. Was hast du so? Vor allem Alk. Aber nicht nur. Dein Scheißproblem. Mal langsam. Thank you.
zum Fick willst du? Warte. Oh. Okay, was haben wir denn hier? Was hast du hier zu suchen? Ist das nicht offensichtlich, Liam? Ich belausche euch. Hör mal, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich weiß, dass du das bereuen wirst. Dieses Risiko ist wohl der Grund für meine Bezahlung. Was? Wer schickt dich? Raus damit, sofort! Lizzie, weißt schon, dein Output. Euer kleines Pläuschchen wird sie sicher interessieren. Sehr sogar. Hey, warte! Scheiße, eine Sekunde! Hör zu, ich bezahle dich, okay? Und zwar anständig. Vergiss nur, was du gehört hast. Oh, so lässt du wohl Probleme verschwinden, hm? Begräbst sie unter Geld und puff, weg sind sie. Diesmal nicht, befürchte ich. Security! Ein Eindringling! Hier drüben! Oh, Scheiße. Habe ich das eben richtig gehört? Der Typ geht auf jeden Fall fremd. Weiß nicht. Ich meine, klar, der hackt was aus, kein Zweifel. Aber das gerade? Da ging's um was anderes. Nebensächlich. Lizzie sollte sich auf jeden Fall von ihm fernhalten. Auf dich wird sie kaum hören. Deshalb brauche ich die Aufnahmen von den Sicherheitskameras. Hallo? Wie? Was gibt's? Ich habe Infos zu Liam. Und? Hatte ich recht? Sieht so aus. Hab ihn mit einer Frau im VIP-Raum erwischt. Hatten Champagner. Und? Worüber haben Sie geredet? Weiß nicht. Wahrscheinlich haben Sie nicht lange geredet. Dürftige Infos, aber genug.